Großeinsatz der Polizei am Freitagabend im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zweigstraße meldeten, dass sie Schussgeräusche im Hinterhof des Anwesens gehört hatten. Die Polizei rückte daraufhin mit zahlreichen Kräften an, darunter auch das Spezialeinsatzkommando. Fort fanden sich Projektile, die mutmaßlich aus einem Luftgewehr geschossen wurden. Von wo und durch wen diese verschossen wurden, war zunächst unklar. Der betroffene Bereich wurde daher vorsorglich abgesperrt. Durch die Auswertung der Spuren vor Ort konnten die Einsatzkräfte schließlich den Ursprung der Geschosse auf ein gegenüberliegendes Wohngebäude eingrenzen. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden die Beamten ein Luftgewehr auf dem Dachboden. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt, ist allerdings noch unklar. Auch wer die Schüsse abgegeben hat und ob sie gezielt gegen Menschen abgefeuert wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz zum Glück niemand.